Ich freue mich riesig über den heutigen Abend. Es ist wirklich ein besonderer Abend, denn es ist sage und schreibe anderthalb Jahre her, dass wir hier im Kunstmuseum einen Vortrag mit Publikum vor Ort halten konnten. Insofern ein besonderer Moment und wir freuen uns riesig, dass das jetzt wieder direkt vor Ort möglich ist. Ganz großartig. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich unsere heutige Referentin, die Kunsthistorikerin und Kuratorin Selima Nickel, die aus München zu uns gekommen ist für den heutigen Abend. Sie wird im Rahmen der aktuellen Ausstellung, im Rahmen der großen Retrospektive zu Helmut Sturm, die Bedeutung der Künstlergruppen im Werk und Wirken von Helmut Sturm beleuchten, der gerade die Gruppe als Forum für Diskussionen und Inspirationsquelle sehr geschätzt hat. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei der Stiftung Selinka. Vielen Dank, Frau Selinka und allen Stiftungsmitgliedern. Sie haben diesen Abend ermöglicht. Helmut Sturm ist ganz eng mit der Sammlung Selinka verknüpft. In regelmäßigen Abständen machen Sie Vorträge im Kontext der Sammlung möglich und das ist wirklich großartig. Schön, dass Sie alle heute auch bei uns sind. Ja, nun noch ein paar begleitende Worte, Hintergrundinformationen zu unserer Referentin Selima Nickel in deiner kuratorischen Arbeit, aber auch Arbeit als Autorin und natürlich als Herausgeberin von Publikationen beschäftigst du dich primär oder beleuchtest zahlreiche künstlerische Positionen aus den 1960er Jahren, die ein bisschen aus dem Fokus gerückt sind, in Vergessenheit geraten sind. Du hast gearbeitet zu dem italienischen Tausendsacher Pino Galizio beispielsweise, zu den Mitgliedern der legendären Künstlergruppen, sei es Spur, Radamer, Wir oder Geflecht, mit denen du dich intensiv beschäftigt hast oder auch natürlich der scharfzüngige Wegbereiter Hans Platschek war in deiner Arbeit sehr wichtig und soeben ist eine Monographie erschienen, ich darf hier Werbung machen, ein großartiges Buch über Uwe Lausen, heißt Übermorgen bin ich tot, erschienen im Verlag von Walter König und soweit ich informiert bin, ab morgen auch bestellbar im Buchhandel. Also greifen Sie zu. Ich erinnere mich noch sehr gut an die wunderbare Ausstellung zu Uwe Lausen und Heidi Stolz, seiner Lebensgefährtin, die im letzten Jahr in Stuttgart in der Staatsgalerie zu sehen war und die du kuratiert hast. Also ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Genau, aktuell noch zu sehen. Wunderbar, ich danke für den Verweis. Es war eine Ausstellung, die auf Tournee ging, die zunächst in Chemnitz zu sehen war und bei den Kollegen und jetzt bei der Kollegin Pia Dornacher im Lothar-Fischer-Museum in Neumarkt noch zu sehen ist. Also Sie haben auch da noch die Chance. Nicht vergessen möchte ich natürlich zu erwähnen, dass du seit vielen, vielen Jahren als Kunsthistorikerin und Kuratorin bei der Galerie Fandenloh und Fandenloh Projekte arbeitest. Das ist ein sehr langjähriger Prozess. Ich übergebe nun direkt das Wort an dich zu Helmut Sturm, die Gruppe als Störfaktor, so der schöne Titel des heutigen Vortrags. Danke Ihnen. So, also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich natürlich sehr, dass ich hier die
den Startschuss geben darf für diese Vorträge, die jetzt hoffentlich auch wieder weitergehen. Das ist eine ganz tolle Einrichtung eigentlich, weil das nicht selbstverständlich ist, dass es noch Vorträge gibt in Museen. Ist ja auch immer ein bisschen aufwendiger. Es wurde ja schon gesagt, es geht um das Prinzip Gruppe bei Helmut Sturm. Das haben wir auch schon. Eine Sache vorweg noch, ich zeige es mal kurz gleich. Also die Schrift ist ein bisschen klein geraten, das heißt, ich werde ganz gut sagen, was auf den Bildern drauf ist. Es geht ja um die Bilder und werde sie beschreiben. Ich werde nicht sehr viel hin und her gehen, weil es ja aufgezeichnet wird und man dann mit dem Ton Schwierigkeiten hat. Ich kann aber hier mit dem Cursor sozusagen zeigen, auf welches Bild ich gerade verweise. Genau. Und alle Arbeiten, aber das spielt jetzt eh nicht so eine Rolle, die von Helmut Sturm selber sind, sind nicht ausgewiesen, sondern nur die Werke von anderen Künstlern. Die von Helmut Sturm, da steht kein Autor sozusagen dabei, weil sich das ja selbst versteht. Wir hatten den Begriff Störfaktor schon gehört und der stammt von Helmut Sturm selber. Man kann das natürlich jetzt erstmal auch missverstehen und könnte meinen, das würde sich gegen die Gruppe richten. Aber so war es überhaupt nicht gemeint. Im Gegenteil, und jetzt möchte ich kurz den Maler selbst sprechen lassen. Wenn einer sich bei einem Malstil beruhigen wollte, dann konnte er durch die anderen empfindlich aus seiner Bahn geworfen werden. Und er musste neue Möglichkeiten von Grund auf wieder erarbeiten. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu einem Maler, der allein gearbeitet hat, wie Antes, der in Ruhe sein Programm auslaufen ließ. Und dann kam das Nächste dran. Das war bei uns während der ganzen Spurzeit nicht möglich. Wir waren gegen jeden Perfektionismus in der Malerei. Lieber eine neue Sache anfangen, als die vorhandene perfektionieren. Sturm, 1932 in der Oberpfalz geboren, bezieht sich hier auf sein erstes großes kollektives Experiment. Die von 1957 bis 1965 bestehende Gruppe Spur. Doch dieser Wunsch nach Auseinandersetzung prägte sein ganzes weiteres Künstlerleben. So kamen nach Spur die Gruppe Geflecht von 1966 bis 1968, 1970 dann das Kinderforum Vandelow, dem ich auch so eine Art Gruppenfunktion zusprechen würde, und 1975 dann das Kollektiv Herzogstraße. 1982, nach Auflösung dieser Gruppe, stand Helmut Sturm zum ersten Mal alleine da. Und nun könnte man meinen, er hätte vielleicht genug gehabt von dem ewigen, das ist ja auch anstrengend in so Gesellschaften, hätte sich in sein Atelier zurückziehen können und sich auf den Individualisten Sturm, der er auch immer gewesen ist in den Gruppen, besinnen können. Doch nach einer Vertretungsprofessur in Berlin von 1980 bis 1982 erhielt er 1985 eine Professur für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und auch hier spielte der Austausch wieder eine ganz wichtige Rolle für ihn. Ich möchte jetzt im Folgenden also chronologisch durch diese verschiedenen Gruppenaktivitäten gehen und Helmut Sturms Rolle darin etwas genauer definieren bzw. bestimmte Aspekte dieser verschiedenen Stationen vertiefen. Wir gehen jetzt aber zunächst mal zu den Anfängen. In der Gruppe Spur kamen unter anderem die Maler Heimrat Prehm, Helmut Sturm und H.P. Zimmer sowie der Bildhauer Lothar Fischer zusammen. Diese hatten gerade erst die Münchner Kunstakademie verlassen. Nur, dass die Kunstakademie den Künstlern in Sachen Stilbildung sehr wenig zu bieten hatte. So erinnert sich Helmut Sturm, da zitiere ich ihn jetzt wieder, nach dem Krieg hätte die Akademie Künstler wie Beckmann, Ney und Winter haben können. Stattdessen blieben Altnazis wie Hermann Kasper. Über Dada erfuhren wir nichts. Ich habe jetzt hier links ein Foto aus der Münchner Kunstakademie. In der Mitte sehen wir Hermann Kasper, der an der Akademie noch einen Lehrstuhl hatte, der aber eben auch schon zum Beispiel zur Eröffnung des Haus der Kunst beteiligt war an dem Festumzug für Adolf Hitler. Und dieses Foto ist von 67, also deutlich später als die Spur, hat ja Ende der 50er Jahre
Mitte der 50er Jahre die Akademie verlassen und aber auch noch Ende der 60er Jahre fast war eine gewisse Strenge hier in diesem Ort zu spüren. Und parallel dazu habe ich jetzt einfach ausschnittsweise ein Foto aus dem München der Zeit. Das ist tatsächlich von 1961 und es zeigt den Trauerzug vom Kardinal Josef Wendel. Und da, wenn wir unten in der Ausstellung sind, gibt es ein Bild von Helmut Sturm aus dem Jahr 69 mit dem Titel Kardinal, was sich eben auf diesen Bischof Wendel oder Kardinal Wendel bezieht, der als erster Bischof der Bundeswehr auch eingeführt war. Aber das ist jetzt eine Nebengeschichte sozusagen. Eine wichtige erste Anregung erfuhr die Gruppe Spur deshalb auch nicht unbedingt an der Akademie, sondern 1957 im Lehmbachhaus in München. Dort waren nämlich die Werke von Kandinsky zu sehen, die Gabriele Münter gestiftet hat. Und H.P. Zimmer erinnert sich, ich zitiere: Sturm und ich pilgerten jeden Sonntag in die Lehmbach-Galerie zum heiligen Wassili, wo fast sein gesamtes Werk aus den Münchner Jahren zu sehen war. Und ich brauche jetzt, glaube ich, nicht viel erklären. Wir sehen auf der linken Seite die Arbeit Eruption der Flora von 1957, also genau aus dem Jahr, von Helmut Sturm, und sehen rechts eine Arbeit von Wassily Kandinsky, Allerheiligen Nummer 1 von Juli, August 1911. Ein Bild, was eben Teil dieser Stiftung von Gabriele Münter war und was für Helmut Sturm, und da war er unglaublich stolz, ganz toll war, dass auch das Lehmbachhaus diese schlagende Verbindung da gesehen hat und diese Arbeit eben schon Ende der 50er Jahre angekauft hat, was für den jungen Helmut Sturm wirklich ein großer Erfolg war. Aber natürlich ist es einfach auch noch eine Studienarbeit in dem Sinn, und wir haben ja hier unten die Arbeit Musik, die das zeigt. Genau, diese gemeinsame Auseinandersetzung von Zimmer und Sturm mit Kandinsky entwickelte sich aber noch viel weiter. Man wurde eben auf die Gruppen Der Blaue Reiter und Die Brücke aufmerksam und interessierte sich und diskutierte deren Manifeste, kannte natürlich dann auch die Zeitschrift Der Sturm, und angeregt davon beschloss man eben selbst eine Gruppe zu gründen. Angesichts des angedeuteten Mangels an Vorbildern in der Akademiezeit kann die Gruppe Spur in der Folge eigentlich als eine Art kleine eigene Akademie auch bezeichnet werden, beziehungsweise deren Verlängerung. Durch die gegenseitige Reibung und die Diskussion bildeten sich die Künstler von nun an selber weiter. Und so erinnert sich auch H.P. Zimmer: Es haben sich wechselnde Koalitionen gebildet. Es gab immer zwei Verbündete gegen einen Dritten, der zauderte und dagegen war, den man überzeugen wollte, mit Ernsthaftigkeit und mit gutem Willen. So tat ich mich mit Brehm zusammen, um Sturm von Kirchner zu überzeugen. Aber diese Koalition hielt nur eine Nacht. Ich schlief dann vielleicht am anderen Morgen etwas länger, die anderen beiden trafen sich in Schwissen, schlossen wieder Frieden und meinten zum Beispiel: Jetzt muss dem Zimmer erklärt werden, dass der früher abstrakte Kandinsky doch interessanter ist als der Kirchner. Und ein paar Tage später war es dann der Brehm, dem ich und Sturm die naive Malerei ausreden wollten. Es gab also neben den gesellschaftspolitischen Aktivitäten, auf die ich jetzt hier in dem Rahmen nicht eingehen werde, zwei ganz wichtige Motivationen innerhalb der Gruppe Spur. Das eine war die Weiterentwicklung. Also das werden wir sehen, es gibt ganz schnell ganz viele verschiedene Phasen in dieser frühen Zeit. Das andere, was damit auch verbunden war, die gegenseitige Orientierung. Wenn einmal der eine die Nase vorne hatte und einmal der andere. Und natürlich müsste man jetzt so ein Phänomen auf die gesamte Gruppe Spur ausdehnen und Vergleiche ziehen, aber das würde hier alles sprengen. Und ich habe deswegen einen innerhalb der Spur sehr wichtigen Mit- und Gegenspieler von Helmut Sturm in den Vordergrund gestellt, jetzt hier im Vortrag, das ist Heimrat Brehm. Und ich würde jetzt einfach ganz kurz durch diese Phasen in der Spur durchgehen und einfach mit dem Vergleich Brehm und Sturm zeigen, was ich gerade auch schon gesagt habe, wo die Künstler sich gerieben haben, wo sie sich gegenseitig einfach weiter nach vorne gestoßen haben. Wir sehen jetzt hier aus der frühen Phase links Helmut Sturm, Der Tod und das Mädchen,
und rechts Heimrat Brehm-Roding. Das war die Zeit, wo man aus dem Informel raus wollte in eine neue Figuration, wo man farblich aber noch im Informel verhaftet war. Aber man sieht eben ganz deutlich die Gestalten hier, die sich in die Farbstrukturen oder aus den Farbstrukturen rausschälen. Und man sieht auch, dass hier vielleicht Heimrat Brehm der war, der die Nase ein Stück weit vorne hatte. Das änderte sich schlagartig in der nächsten Phase, die für beide, für Brehm und für Sturm total wichtig war. Die Facettenphase, wo wir hier wirklich eine tolle Reihe auch im Museum unten in der Ausstellung sehen können. Mit links dem Martyrium 2 von Helmut Sturm und rechts Heimrat Brehms Kreuzigung. Was man hier ganz gut sieht, ist eben auch die Individualität in dem Gruppenstil. Weil klar, das Thema überschneidet sich und auch das Aufbrechen der Figuren in Facetten ist in beiden Fällen sichtbar, aber die Dynamik, die bei Helmut Sturm ist, die hat Heimrat Brehm nicht. Und die ist für Helmut Sturm sein ganzes späteres Werk auch wichtig. Also er war immer der dynamischere von den beiden und Brehm war immer der statischere. Ohne das jetzt irgendwie werten zu müssen, sondern es sind einfach unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen und trotzdem gemeinsam was entwickelt haben. Ach, und Helmut Sturm war übrigens in dieser Phase das erste Mal davon überzeugt und das spricht auch dafür, dass er da ein wichtiger Motor war in dieser Facettenphase, dass er jetzt was Eigenes anfängt zu schaffen. Er hat nämlich an seine Frau damals geschrieben oder seine spätere Frau: Wir haben früher nicht immer auf dem eigenen Acker gesät. Wohl haben wir dabei allerhand wichtige Dinge gelernt und es ist nicht umsonst geschehen. Ernten können wir aber erst dann, wenn die Früchte auf unserem eigenen Acker reif sind. Jetzt wissen wir jedenfalls, dass wir auf unserem Feld gesät haben. Ein Jahr später bricht dann die Farbigkeit durch. Die Gruppe Spur war 1961 in Drackerbügget. Drackerbügget heißt auch diese Arbeit von Helmut Sturm, die wir auf der linken Seite sehen. Und rechts dagegen Heimrat Brehm, eine unbetitelte Arbeit, beide von 61. Drackerbügget war ein Bauernhof in Schweden, der gehörte dem Bruder von Asger Jorn, dem ehemaligen Cobra-Mitglied. Hier im Hause sind die wahrscheinlich sehr gut bekannt, weil durch die Sammlung Selinka die Gruppe Cobra hier ja einen festen Fuß in der Tür oder mehr noch hat. Für die Spur war das eine unglaubliche Erhellung, mit dieser Kunst der Cobra in Kontakt zu kommen, und man sieht eben, wie plötzlich die Farbe überschwappt in die Arbeiten und wie dann ein Jahr später auch die Figürlichkeit nochmal in diese Richtung auch fokussiert wird sozusagen. Und andererseits aber eben auch, wir sehen jetzt hier den ländlichen Konflikt, den wir auch hier unten sehen in der Ausstellung von Helmut Sturm links und rechts von Heimrat Brehm, die Arbeit Kampf stärkt mich. Zwei Arbeiten aus der Hauptphase im Grunde der Gruppe Spur, oder wird zumindest von heute oft gesagt, dass es die Hauptphase ist. Wir sehen auch eine deutliche politische Aussage in beiden Bildern. Es war auch die Zeit der Spurprozesse. Die Spur wurde ja 1961 für die Zeitschrift Spur 6, die wurde beschlagnahmt und 1962 wurden sie dann in erster Instanz verurteilt und die Prozesse gingen bis 1975. Also das spiegelt sich da auch irgendwo wieder in einer Arbeit wie Kampf stärkt mich. Und man sieht aber eben auch wieder diese schönen Parallelen zwischen den Künstlern und aber auch wieder ein bisschen die Unterschiede. Das ist, was ich vorher schon meinte, das etwas statischere und gefasstere bei Brehm zu sehen ist. 1963 dann, das war wieder eine Phase für Brehm. Da hat er war ausgebildeter Dekorationsmaler, hat er auch im Hinterkopf Dubuffet und Faudrier, hat er mit Material gearbeitet, mit Sand, mit Glasscherben und hat sehr dicht auf die Leinwand oder in dem Fall das Holz gearbeitet. Das Bild heißt Schweres Bild auf der rechten Seite
und links eine Arbeit von Helmut Sturm, der eben auch sich angeregt fühlt und in diese Richtung arbeitet. So die letzte Phase der Spur, 1964-65, da sehen wir eine Auseinandersetzung mit den Malanganen, aber eben auch schon die ersten Vorboten der Pop-Art. Und genau, das war jetzt sehr schnell, es gibt auch noch, gäbe viel mehr zu erzählen, aber wir wollen ja sein gesamtes Werk durchlaufen hier. Und im Grunde zeigt eben dieser Durchlauf, zeigen die Bilder hier selbst, die Dynamik innerhalb der Gruppe Spur. Man trieb sich gegenseitig voran, störte sich zur rechten Zeit, wenn einer artifiziell in eine Richtung wurde. Immer hatte man einen Ansprechpartner, um die neuesten Entwicklungen auch auf theoretischer Ebene zu diskutieren. Daneben gab es aber ein zweites wichtiges Element in der Gruppe. Wir haben jetzt so die Parallelen gesehen und das waren die Gruppenarbeiten. Die erste erhaltene Gruppenarbeit entstand bei einem Aufenthalt bei dem schon kurz erwähnten italienischen Maler Pino Galizio im italienischen Alba. Das sehen wir hier unten, sehen wir Pino Galizio ganz hinten und H.P. Zimmer, weiter vorne Heimrat Brehm und Erwin Aisch, der zu dieser Zeit auch noch zur Spur gehörte, der dann später zu Radamer ging oder Radamer gründete. Und wir sehen eben, wie die Künstler hier diese erste Gemeinschaftsarbeit malen. Im Übrigen hatte Helmut Sturm schon im Vorfeld dazu aufgerufen. Er hat nämlich 1959 im Hinblick auf die erste Ausstellung der Gruppe Spur in der Galerie Van der Loo an H.P. Zimmer geschrieben: Da wir ja nicht nur ein Kerl sind, sondern deren drei oder vier, werden wir für unsere Ausstellung, für die Treppenwand von Van der Loo, ein ganz großes Gruppenbild malen, auf dem alles vorkommt, was jeder einzelne von uns gern hat, um das gleich als Exposition und Zusammenfassung vor der Tür zu demonstrieren. Auch die Initiative, mit Spur zu signieren, ging übrigens von Helmut Sturm aus. Während Brehm zum Beispiel, der viel stärker um seine individuelle Position fürchtete, durchgesetzt hat, dass jeder noch drunter seinen eigenen Namen setzen durfte. Also wir sehen schon an diesen beiden Tatsachen, dass Helmut Sturm schon der war, der gepusht hat in Richtung Gruppe. Zu diesen Gruppenarbeiten und den Gemeinschaftsarbeiten haben sie eine sehr wichtige Anregung durch den Dänen Asger Jorn und dessen Erfahrungen bei Cobra erhalten und schließlich eben auch durch die Situationistische Internationale. Das war eine Nachkriegsavantgarde, eine Bewegung, der die Spur von 1959 auf Vermittlung von Jorn 3 Jahre lang angehörte. Bei der Situationistischen Internationale handelt es sich um eine 1957 von Asger Jorn, von Pino Galizio, von dem französischen Intellektuellen und Filmemacher Guy Debord, aber auch noch von vielen anderen gegründete Gruppierung, die nichts weniger als den Umsturz einer dem Spektakel verfallenen Gesellschaft anvisierte. Dazu forderte man vor allem in den ersten Jahren von den Mitgliedern Kollektivarbeit. Denn um eine wirkliche Veränderung der Umwelt zu erreichen und um die Spaltung der Gesellschaft in einzelne Spezialisten zu verhindern, sollten die Künstler zusammenarbeiten, untereinander, aber auch mit anderen Berufssparten. Das individuelle Künstlertum und seine Teilnahme am kapitalistischen Markt sollte überwunden werden. Das hat die Spur jetzt hier erstmals versucht mit Deriv. Deriv ist auch eine situationistische Technik, was so viel heißt wie umherschweifen, im Stadtraum eigentlich, aber sie schweiften im Bild umher. Und es ist auch eine besondere Gemeinschaftsarbeit für die Spur, weil sie sehr frei und aus dem Prozess heraus entstanden ist. Die großen Gemeinschaftsarbeiten und bekannten Gemeinschaftsarbeiten der Spur sind eigentlich alle 1963 entstanden. Und haben ein bisschen anders, eine andere Geschichte. Also wir sehen hier links, da sehen wir auch Helmut Sturm in einer späteren Aufnahme, die glaube ich so um 1990 entstanden ist, neben Willi Bleicher in dessen Landhaus. Willi Bleicher war ein Förderer der Spur, der auch die Spurzeitschriften gedruckt hat. Und wir sehen ihn hier vor seiner Wand des ausgemalten Zimmers. Und da war es zum Beispiel so, dass beschlossen wurde, jeder Künstler bekommt eine Wand. Und insofern war das gegenseitige Stören
im Malen, was wir in der vorderen Arbeit gesehen haben, ja noch gar nicht möglich. Also jeder konnte doch so sein Ding machen, aber im Gesamteindruck war es natürlich eine Gruppenarbeit, weil ja der ganze Raum ausgemalt war. Ebenso rechts, da sehen wir eine Raumansicht aus dem Palazzo Grassi mit der Arbeit Canale Grande Crescente, eine Gemeinschaftsarbeit auch der Spur, wo sogar diesmal auch Spurfrauen mitgearbeitet haben, wie Monika Prim oder Christel Fischer. Aber auch hier gab es relativ genaue Absprachen, und wenn sich jemand nicht dran gehalten hat, dann wurde Fischer zum Beispiel auch mal furchtbar wütend und hat einen Farbtopf gegen die Wand geschmissen, weil man wollte schon ein ordentliches Ergebnis haben, so in dem Sinn. Und die dritte große Gemeinschaftsarbeit aus dem Jahr 1963 war der Spurbau. Das war tatsächlich so eine Art Auftragsarbeit. Es sollte nämlich in Paris die dritte Biennale stattfinden, und zwar unter dem Titel Nouveau Espace. Und Dr. P. aus Ulm, der mit der Spur sehr verbunden war und da seine Fühler hatte, hatte vorgeschlagen, die Gruppe sollte doch eine Gemeinschaftsarbeit zu diesem Thema machen. Das wurde der Spurbau, der wirklich als utopischer Entwurf für ein Freizeitzentrum gestaltet wurde und auch ganz stark mit den Theorien der SIF, der Situationistischen Internationale, verbunden war. 1965 dann war bei der Spur die Luft erstmal raus. Es waren ja künstlerisch wie auch politisch wirklich ereignisreiche 7 Jahre. Helmut Sturm erinnert sich, bei der Spur war manches abgeschliffen, ritualartig schon. Manches konnte bei Spur nicht mehr zum Zuge kommen. Man versuchte dann mit dem sogenannten Malspiel, da habe ich jetzt hier 2 Beispiele aus dem Jahr 65 eben mitgebracht, mit dem Malspiel gegen die Gruppenmüdigkeit anzuarbeiten. Das Malspiel muss man sich so vorstellen, da saßen die Künstler an einem Tisch. Es gingen diese Blätter, die das Format der Spurzeitschriften hatten, angeblich war das auch überproduziertes Papier von den Zeitschriften, und dann gingen diese Blätter reihum, im Grunde wie bei diesem Spiel, wo man immer was abknickt, nur dass es nicht abgeknickt und weitergemalt wird, sondern dass man auf demselben Blatt arbeitet, und der dann meinte, okay, jetzt ist fertig, der durfte signieren, und dann wurde das Blatt rausgenommen. Aber so richtig neuen Auftrieb hat es auch nicht gebracht. Das gab es erst, als man 1965 dann während einer Ausstellung in Augsburg auf die Gruppe Wir traf. Die hatten sich 1959 gegründet. Das waren, wir sehen hier, also hier sehen wir Fischer, hier Prem von der Spur, dann sehen wir hier Heino Naujoks von der Wir, Reinhold Heller, Helmut Rieger, den Bildhauer Hans-Matthäus Bachmeier, Helmut Sturm, Florian Köhler, der auch noch zu Wir gehörte, und H.P. Zimmer. Die haben sich also zusammengetan. Und Helmut Sturm hat es dann auch als Befreiung empfunden, dass jetzt irgendwie wieder neue Dynamik ins Gruppengeschehen kommt. In der Übergangszeit 1965, da hat man auch an einer gemeinsamen Zeitschrift, der Zeitschrift Spur Wir, gearbeitet, wird das formale Aneinanderknüpfen auch sofort sichtbar. Da habe ich jetzt mal 3 Beispiele. Einmal von Helmut Sturm, eine unbetitelte Arbeit aus dem Jahr 65, links und dann rechts oben von Heimrat Prem, ein Motorradfahrer aus dem Jahr 65, und unten eine unbetitelte Arbeit von Hans-Matthäus Bachmeier. Als große Gemeinsamkeit natürlich sticht das Thema Auto bzw. mit dem Motorrad, so ein Nebenstrang vom Thema Auto, hervor. Stärker noch als in den letzten Bildbeispielen der Spur, wir erinnern uns an diese Malanganen und ersten Pop-Figuren, ist hier der Einbruch der Pop-Art in Deutschland zu spüren. In München konnte man diese Kunst zuallererst in der Galerie Friedrich und Dahlem sehen. Und zwar gab es da die Ausstellung Britische Malerei der Gegenwartskunst 1964, und dort waren Arbeiten von Alan Jones, Ronald B. Kitay, David Hockney oder Peter Blake zu sehen, also englische Popart. Wir wissen ganz genau, dass Prem und Zimmer dort war, aus Quellen, aber ich gehe fest davon aus, dass Helmut Sturm diese Ausstellung auch gesehen hat. Und Helmut Sturm war auch auf der Biennale in Venedig 1964
wo Robert Rauschenberg den Goldenen Löwen erhalten hat, und eine Biennale, die später dann auch als The Rise of Pop Art überschrieben wurde. Und Helmut Sturm erinnert sich auch an diesen Venedig-Besuch. Er schreibt oder er erzählt davon: Auf der Biennale 64 in Venedig konnte man Pop Art sehen. Banale Bildvorwürfe, in die man Kunst hineingießen konnte. So wurde zumindest diese Kunst von uns verstanden, dass man künstlerische Intentionen in bekannten, banalen Formen ausprobiert. Wir haben das Auto gewählt. Das Motiv Auto entsprach demnach der Tendenz, in der aktuellen Kunst Alltagsgegenstände Bildrelevanz zu verleihen. Vorher gab es zum Beispiel noch Riesenauseinandersetzungen, wenn man nur einen kleinen Wasserhahn ins Bild gemalt, also haben die Künstler, sind sich richtig angegangen, und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, okay, es ist okay, wir dürfen auch Alltagsgegenstände malen. Allerdings spielte für die Künstler das Auto auch noch eine andere wichtige Rolle, und zwar war es ein Motiv, an dem man sehr gut Raum bzw. verschiedene Raumebenen, Schichten und Verflechtungen, die eben in der Spur auch schon seit 64 ganz wichtig waren, indem man das auch nochmal durchdeklinieren konnte und ausprobieren konnte, und das war ein Element, was kurz darauf eine ganz neue Dimension bekommen sollte. Im Anschluss an die Autobilder nämlich entstanden die sogenannten Anti-Objekte. Wir sehen hier eins von Lothar Fischer, Helmut Rieger und Helmut Sturm, auch aus dem Jahr 65, aus Holz in dem Fall. In der Regel arbeiteten an diesen Anti-Objekten, wie hier auch, eben mehrere Künstler zusammen. Es gab auch welche in Draht. Und die Gruppe nannte sich nun naheliegend Geflecht. Dabei einigte man sich, und das ist jetzt neu, auch im Vergleich zur Spur, auf eine abstrakte, kollektive Farb- und Formensprache. Also die persönlichen Handschriften sind im Grunde nicht mehr zu erkennen in dieser Arbeit. Das ging so weit, dass die Künstler sich gegenseitig beschimpft haben, wenn sie mal nicht in der Gruppe, sondern wieder heimlich alleine zu Hause gemalt haben. Und da sind natürlich ein paar relativ bald wieder ausgestiegen, so sehr auf das Individuum pochende Künstler wie Brehm oder auch Fischer ging das dann zu weit. Helmut Sturm allerdings ließ sich daran nicht stören und war bis zum Ende von Geflecht dabei. Und aus heutiger Sicht würde ich auch behaupten, dass ihm dieses dynamische Element von Geflecht eben doch sehr gelegen hat auch. Und wenn wir jetzt denken an diese Arbeit Martyrium, die wir gesehen haben, oder auch an den Spurbau, da zieht sich ja auch irgendwo was weiter. Außerdem war Sturm es neben Bachmeier, der am allerstärksten in der Gruppe den theoretischen Einfluss der situationistischen Internationale und dabei eben auch gesellschaftspolitische Fragestellungen in diese neuen Arbeiten mit eingebracht hat. Den Einfluss der SI bezüglich des kollektiven Arbeitens habe ich ja schon kurz erwähnt. Darüber hinaus prägte die situationistische Internationale den Begriff von der Konstruktion von Situationen und als deren Steigerung den unitären Urbanismus. Diese Techniken hielt man für geeignet, die Umwelt tatsächlich umzugestalten und so das konkrete Leben der Gesellschaft bzw. der in der Gesellschaft teilnehmenden Menschen zu verändern. Bei den Anti-Objekten nun flossen diese Gedanken ganz stark mit ein. So ging es laut Sturm bei den geflechtartigen Gebilden um, ich zitiere ihn, den Ausdruck städtischen Zusammenlebens. Aus immer komplexerem Zusammenleben entsteht ja erst eine Stadt. Die Organisation von Fläche ist ja schon Ausfluss von Leben, weil alles miteinander in Beziehung steht, in jeder Malerei. So gesehen ist es nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn man sagt, dass diese Arbeiten als Modelle für Zusammenleben stehen. Ich habe jetzt noch eine andere Abbildung, die wir aber hier viel toller sehen können. Ein großes Anti-Objekt aus dem Jahr 67, zwei Jahre später. Also da sehen wir auch eine andere Dynamik nochmal und auch nochmal jetzt die eher amerikanische Pop-Art, die damit einfließt. Was aber bei beiden gezeigten Anti-Objekten auffällt und was auch schon an den anderen Spurgemeinschaftsarbeiten aufgefallen ist, ist die Harmonie des Ergebnisses. Die zeugt eben von genauen Absprachen einerseits, aber auch von sehr starker künstlerisch-ästhetischer Übereinstimmung zwischen den Künstlern.
Und so betont auch zum Beispiel Hans-Matthäus Bachmeier, dass die Zusammenarbeit doch eher harmonisch war an diesen Werken. Wir arbeiteten ja additiv und so nahm man immer wieder einen Teil dazu, hielt es an die Arbeit und diskutierte seine Position. Die Kontroversen brachen dann eher in den Gesprächen über die theoretischen Konzepte der Antiobjekte hervor. Und es gab viele Diskussionen und die Diskussionen steigerten sich. Wir sind jetzt im Jahr 1967 immer weiter. Die nahmen immer einen größeren Rahmen ein. Es liefen ja jetzt auch die Proteste auf der Straße an. Also bald wurde der Geflechtkeller, das ist nämlich eine Besonderheit, die Gruppe Geflecht hatte einen eigenen Arbeitsraum als Gruppe. Dieser Geflechtkeller wurde dann nicht mehr für künstlerisches Arbeiten benutzt, sondern für Sit-ins und es wurde diskutiert und diskutiert und wenn jemand Farbe unter den Fingernägeln hatte, gab es eine auf den Deckel, weil mit Bildern kann man die Welt nicht retten. Was also die SI immer gefordert hatte, nämlich die Überwindung der Kunst ins gesellschaftliche Leben, schien jetzt Realität zu werden. Und insbesondere eben Sturm und auch Hans-Matthäus Bachmeier gingen hier mit und verlagerten ihre Tätigkeit auf dem Protest auf der Straße, beziehungsweise nicht auf der Straße, sondern eigentlich in die Akademie der Bildenden Künste in München, wo sie schon lange nicht mehr Mitglied waren. In der Akademie, also wir sehen hier Sturm und Bachmeier und hier auch nochmal Sturm bei so einer wilden Diskussion mit der Akademieleitung. In der Akademie fanden zu dieser Zeit zahlreiche Aktionen statt, zum Beispiel wurde das Atelier von Hermann Kasper, angeblich auch mit ihm drin, zugenagelt. Es fand ein Tag des Zweirades statt, wo man mit Fahrrädern und Motorrädern in der Akademie ein Rennen ausführte. Und dann wurden die ganzen Wände bemalt. Und es ging so weit, dass die Polizei dann tatsächlich die Akademie geschlossen hat und den darin nicht, also akademiefremden Personen, ein Hausverbot aufgelegt hat und man weiß bis heute nicht, Sturm war ja dann später Professor, ob dieses Hausverbot eigentlich je wieder aufgehoben wurde offiziell. Als die Proteste abgeebbt sind, stellte sich für Helmut Sturm die Frage, wohin jetzt mit sich und den gemachten Erfahrungen. Es war ja nicht nur politisch, sondern auch im Kunstbetrieb um 1970 eine wirklich malereifeindliche Stimmung zu spüren. Objektkunst und Happening standen im Vordergrund, wohingegen die einfache Malerei auf der Leinwand nun wirklich als überholt galt. Helmut Sturm aber war Zeit seines Lebens durch und durch Maler. Nur, dass er die Malerei nie als Selbstzweck und nie als nach innen gerichtetes Medium verstanden hat. Er sah in der Malerei vielmehr, wie vorher schon in Bezug auf die Antiobjekte betont, ein durchaus höchst aktuelles, auf das Leben und auf die Umwelt bezogenes Modell. Die Malerei diente ihm immer dazu, sich das, was ihn direkt umgab, zu erschließen. Trotzdem schien er jetzt in dieser malereifeindlichen Situation doch an einen Kipppunkt gekommen zu sein. Er hörte zwar nicht vollständig auf zu arbeiten, aber alle Kataloge und alle Werkübersichten weisen eine starke Lücke auf in den Jahren 70 bis 75. Nur erfüllte diese Lücke. Im Sinne der Ideen der 68er hin zu einer freieren Gesellschaft, die ihre Kinder nicht verbiegt und versucht, kindliche Kreativität und Widerspruchsgeist zu erhalten, gründete Sturm zusammen mit anderen und gefördert von dem Galeristen Otto van der Loo in München das Kinderforum van der Loo. Sturm, schon in der Spur der Utopist unter den vier Künstlern, dachte die soziale Dimension von Kunst weiter. So beinhaltet das Konzept des Kinderforums nicht nur die Erhaltung kindlicher Fantasie, sondern auch eine Art Ersatzfamilienmodell, das die Kinder in unruhigen Zeiten von vielen Schulwechseln und auch familiären Trennungen im besten Fall bis ins Erwachsenenalter begleiten sollte. Und dieses Kinderforum gibt es auch heute noch. Aber das Kinderforum würde hier nicht auftauchen, wenn ich nicht der Ansicht wäre, dass auch Helmut Sturm selbst von dieser Arbeit mit den Kindern profitiert hätte. Hier nämlich war der Raum, den strengen Formalismus von Geflecht wieder zu verlernen. Die Kunst der Kinder, die schon in der Spur eine immens wichtige Rolle gespielt hat,
Aber auch die Auseinandersetzung mit anderen KünstlerInnen im Kinderforum verleitete auch den Maler Sturm wieder zum Experimentieren. Nun habe ich jetzt keine direkte Aussage von ihm selber zu seinen Erfahrungen dort gefunden, aber Lilith Lichtenberg, das ist eine Malerin der Gruppe Weibsbilder, die eben auch im Kinderforum aktiv war, die beschreibt sehr gut ihren Austausch, und zwar genau in dem Sinn, wie ihn auch Helmut Sturm schon für die Spur definiert hat. Sie schreibt: Ich lerne also sowohl von den Kindern als auch von den anderen Mitarbeitern. Die Vielfalt der Techniken und themenbezogenen Angebote hat mich auch in meiner Arbeit auf immer neue Wege gebracht und mich davor bewahrt, den einen Stil gefunden zu haben und ihn bis zum Lebensende weiterzutreiben. Eine unbetitelte Arbeit von 1900, das ist eben das Kinderforum, also Eindrücke aus dem Kinderforum, wirklich von 1970 auf der linken Seite, wie sie einen Teppich im Schnee malen, im Englischen Garten, und rechts eine undatierte Aufnahme aus dem Kinderforum. Genau, hier jetzt links eine unbetitelte Arbeit von 1975, die eben diesen starken Einfluss und dieses lebendige Input aus der Auseinandersetzung mit den Kindern zeigt und natürlich auch wieder auf die Gruppe Cobra zurückweist und auch auf eine Arbeit, die hier in der Sammlung ist, wie eine Cobra-Gruppe zum Beispiel. Gleichzeitig war das Kinderforum aber auch eine lebendige Brücke für Sturm hin zu neuen Gruppengründungen. In dem Bauerndorf Ottersberg bei Poing im Nordosten von München hatte sich eine Ausstellungsgemeinschaft gebildet, die sogenannte Zelle Ottersberg. KünstlerInnen waren eingeladen zu kommen, die Werkstätten zu benutzen und miteinander über Kunst zu diskutieren. In diesen Kreis geriet auch Helmut Sturm über Heimrat Brehm und lernte Künstler wie Armin Saub kennen. Allerdings handelte es sich nicht um eine richtige Gruppe, sondern eher um einen lebendigen, offenen Treffpunkt. Sturm allerdings und auch Brehm strebten nach einer Wiederauflage der gemachten Erfahrungen. Und in einem von Brehm angemieteten Atelier in der Herzogstraße 98 in München traf man sich in der Folge deshalb in konzentrierterem Kreis. Und zwar von Künstlern, die eigentlich Brehm und Sturm beide in gleichen Anteilen aus ihren zurückliegenden Kontakten zusammengeführt haben. Es entstand das Kollektiv Herzogstraße. Wir sehen hier, da waren sie sich noch nicht sicher mit dem Namen, da hießen sie noch Omen, einige der Künstler, und hier unten das gesamte Kollektiv in Schweden, in Brackabygget mit Heini Welt, Heiko Herrmann, der auch zur Eröffnung hier war, Thomas Nickel, mein Vater, verrate ich jetzt mal, dann Hans-Matthäus Bachmeier, Ursula Strauch-Sachs, dann mache ich mal hier schnell weiter, die Frau Bachmeier, Renate Bachmeier, Jutta von Busse hier in der Mitte, Helmut Sturm, Diri Strauch und Armin Saub. Also wirklich eine große Truppe. Und ich habe ja schon gesagt, das war in Schweden, diese Aufnahme. Also ist dieses Kollektiv auf den Spuren der Spur sozusagen auch wieder auf diesen Drachenhof nach Drackabygget gereist. Und das war eine unglaubliche Erfahrung für die Gruppe, denn dort lebte man zusammen, dort aß man zusammen, dort malte man zusammen, man organisierte Ausstellungen zusammen, man verkaufte Bilder. Das war in Dänemark, das hatte die Spur schon festgestellt, irgendwie einfacher. Man konnte da auch gut tauschen gegen einen Anzug oder so. Da war irgendwo das Verständnis größer als hier. Und und man verdiente auch Geld für die Gemeinschaftskasse. Also die Utopie eines über eine einfache Künstlergruppe hinausgehenden Kollektivs schien dort jeweils für einen kurzen Moment von immerhin einigen Wochen Realität zu werden, bevor sie zurück in München dann wieder zerbrach an den unterschiedlichen Lebenskontexten, den familiären Verpflichtungen der einzelnen Mitglieder. Insbesondere beim zweiten Aufenthalt in Drackabygget entstanden großformatige, oft mehrteilige Bilder. Das ist auch eine Arbeit, die sogar betitelt ist, Kollektiv Herzogstraße in Drackabygget von 76-77. Es ist ganz interessant, Heimrat Brehm hat einen Text geschrieben mit dem Titel Was ist Gruppenmalerei?
Der ist zwar undatiert, aber ich bin mir sicher, dass der aus diesem Rahmen stammt. Und er schreibt dazu, wenn etwa 10 Personen an einem Bild malen, dann ist es naheliegend, dass zunächst jeder eine Farbe nimmt. Außerdem hat es wenig Sinn, komplizierte Gegenstände zu malen, weil ja jeder überall hineinmalen kann. Das bedeutet zerstören und unterstreichen kann. Der Einzelne muss sich damit abfinden, dass er sich nicht durchsetzen kann. Aber er kann mitmalen, er kann selbst etwas behaupten, muss aber damit rechnen, dass seine Behauptung nicht ungeschoren davonkommt. Der beteiligte Maler kann wahrnehmen, dass sich ein Wunschbild nicht linear entwickelt, da sein eigenes Wunschbild von den sehr verschiedenen Wunschbildern der anderen durchkreuzt wird. Das Bedürfnis des Einzelnen, ein harmonisches Bild zu schaffen, wird durch die völlig verschiedene Vorstellung der anderen ständigen Kämpfen ausgesetzt, die aufgrund der unterschiedlichen Harmonievorstellungen Konflikte hervorrufen. Auch bei Prem wird also das gemeinsame Malen als Störfaktor verstanden, nur dass es er nicht immer als produktiv empfindet. Gerade wenn man an seine individuellen Bildfindungen denkt, kann man sich vorstellen, dass ihm so ein Ergebnis wie Dracker-Bügget zu wild und zu dynamisch war. Ganz im Gegensatz zu Helmut Sturm, der aufbauend auf seinen Erfahrungen mit den Kindern und dann auch auf den Gruppenerfahrungen im Kollektiv das Unvorhergesehene eigentlich erst wieder mehr zu schätzen begann und auch eben in seinen individuellen Bildern suchte, also sich selber auch diese Störung versucht hat, im Malprozess mit einzuarbeiten. Ein Jahr später entstand im gemeinsamen Atelier in München, sie waren jetzt in die Bahrerstraße umgezogen, das Triptychon Fragra. Frau Grau ist es eine Abkürzung für eine Ausstellung im Kunstverein Erlangen, glaube ich, da hat eine Frau Grau gearbeitet, aber sie haben es Fragra genannt. Hier zeigt sich, dass sich durch die gemeinsame Malerei tatsächlich gewisse Routinen entwickelt haben. Das Gegeneinander ist weniger spürbar und das Konstruktive gewinnt die Oberhand. Helmut Sturm muss hier auch einen größeren Einfluss gehabt haben, wenn man sich eine Arbeit anschaut, die im Jahr zuvor entstanden ist, hier links ohne Titel. Hier wie dort, nämlich wird der Bildraum von geraden Linien und Balken, die kreuz und quer gegeneinander und ineinander stecken, gehalten. Die runden, eher offenen Formen scheinen darin eingekeilt und dadurch in einer gewissen Form auch gebändigt zu sein. Betrachtet man jetzt parallel die ab 1979 entstandenen mehrdimensionalen installativen Farbobjekte wie hier rechts, wird der Zusammenhang bzw. die Entwicklung sehr deutlich. Der Bildraum beginnt nämlich sich ins Dreidimensionale zu erweitern. Und tatsächlich erinnert sich Heiko Herrmann, dass er genau vor diesem Bild, eben vor Fragra, dass es dort zu einem ersten Experiment in diese Richtung gekommen war. Da schreibt er im Katalog dazu, der jetzt zur Ausstellung erschienen ist. Eine ganze Nacht saß er wohl mit Sturm vor diesem Triptychon und die anderen waren nicht gekommen. Eigentlich wollte man sich immer Samstag da zum Malen treffen, da waren die beiden alleine geblieben und diskutierten eben alleine vor diesen Leinwänden. Wir berauschten uns an den Räumlichkeiten des Bildes, die wir als den umhüllenden Bildraum verstanden wissen wollten. Man kann sozusagen in dem Bild räumlich herumwandern. Man ist nicht wie bei der alten Malerei vor dem Bild und sieht wie in einem Guckkasten in diese Welt hinein, sondern man begibt sich direkt ins Bild und wandert in den Bildräumen umher. Und in dieser Nacht dann begannen diese beiden eben aufbauend auf diese Gedanken, Gegenstände aus dem Atelier einfach vor dem Bild zu gruppieren und das Bild so zu erweitern. Als die anderen kamen, waren sie erstmal erbost und meinten, sie hätten das Atelier zugemüllt. Allerdings hat sich daraus dann tatsächlich diese installativen Arbeiten, diese starkfarbigen installativen Arbeiten entwickelt, die dann auch in München zweimal öffentlich präsentiert waren, einmal unter dem Titel Rhizom und einmal unter dem sehr treffenden Titel Begehbare Malerei. Nun mag es Zufall sein, dass Helmut Sturm in den jeweils zwei Phasen, in denen er mal aus diesem Gruppenzusammenhang ein bisschen rausgefallen ist, sich in Gemälden auf die Gruppe Spur berief. Aber es ist eben sowohl 1970 als auch 1982
gibt es Arbeiten, die er signiert hat und in denen die Schrift als Hauptelement des Bildes bezeichnet werden kann. Und eben jeweils kann man doch den Gruppennamen Spur lesen. Anders als bei Brehm, der von sich selbst behauptete, nach der Spur, und ich zitiere ihn jetzt, nur noch in die Scheiße gelangt zu haben, was so, finde ich, nicht stimmt, war die Zusammenarbeit in der Spur auch für Sturm wichtig, das sehen wir ja hier. Aber er konnte sich seinen Gruppenimpetus weiterführen. Er war im Gegenzug dazu sogar bereit, sich formal anzupassen, wie bei Geflecht, oder auch große Auseinandersetzungen auszuhalten, wie beim Kollektiv. Für ihn war die Gruppe immer mehr als ein Schutzraum gegenüber der Gesellschaft. Er sah darin eine Art Lebensmodell, einen Austausch auf Augenhöhe, ein Instrument gegen den eigenen Manierismus und gegen den Topos des Künstlers als genialen Einzelgänger. Er war, wie Lothar Fischer ihn 1979 beschrieben hat, der Utopist, der ein großes Fernziel hatte. Er war immer für alle da, er war als Gruppenhaupt wirklich der richtige Mann, weil er immer alle zusammengefasst hat und uns daran gehindert hat, einen privaten Interessensverband daraus zu machen oder eine vordergründige Ausstellungsgemeinschaft. Sturm wäre jetzt nicht Sturm, wenn er da nicht sofort widersprochen hätte. Oberhaupt, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Das hat seiner gesamten Intention widersprochen. Und Fernziel, das war ihm auch viel zu statisch und dem experimentellen Grundgedanken widersprechend. Für ihn, dazu hat er eben Stellung genommen, dann im Interview 2006 war das, glaube ich, zur Spurausstellung in München, für ihn sei eben nicht irgendein konzeptioneller Überbau wichtig, sondern, ich zitiere ihn, das ewige Darüberschichten verändern, zerstören und neu zusammensetzen, also der dekonstruktive Teil der Gruppe. Wie schon 1970, nach Spur und Geflecht, fing auch nach dem Kollektiv eine neue Lehrtätigkeit, die Gruppenlehre, auf. 1980 bis 1982 unterrichtete Helmut Sturm in Berlin im Rahmen einer Gastprofessur und der Einfluss der Großstadt wird spürbar. Das sehen wir hier hinten ganz gut. 1985 dann erhält er eine Professur für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München und zwar übernimmt er die Klasse von Günter Frohtrunk. Dabei scheint er auch jetzt wieder stark von dem Austausch mit seinen StudentInnen profitiert zu haben. Parallel muss man aber auch berücksichtigen, dass Helmut Sturm durch die neue Wertschätzung der Malerei sicherlich beflügelt war und in gewisser Weise auch in seiner Laufbahn und in seinem Festhalten an der Malerei bestätigt worden ist. Mit Gruppen wie der Galerie am Moritzplatz in Berlin oder der Mülheimer Freiheit in Köln wurde um 1980 die neue wilde Malerei wieder salonfähig. Und zwar eine wilde Malerei, die Sturm und seine Mitstreiter im Grunde schon ganz lange praktiziert haben. Jedenfalls mit diesem Auftrieb der Akademie und auch der allgemeinen Entwicklung entstehen in den 80er Jahren nicht nur sehr viele, sondern auch wirklich sehr viele unglaublich starke Arbeiten. Und eine davon ist eben auch die hier. Gegenüber seinen Studenten nahm Sturm erstmal eine ungewöhnliche Rolle ein, denn er brachte hier sein Grundprinzip, mit dem er bisher noch jede Gruppe geprägt hat auch, bringt er hier wieder an, nämlich den Kontakt auf Augenhöhe. Sturm wollte nicht der Malerfürst sein, dem seine Klasse huldigend bei Klassenbesprechungen lauschte. Er wollte keine kleinen Sturms nachziehen. Im Gegenteil, er suchte die lebendige Diskussion und förderte die Eigenständigkeit eines jeden Einzelnen. Mitunter war das für die Studenten sogar gewöhnungsbedürftig. So hat sich Heribert Heindl, der hier auch bei der Eröffnung war, an dem Abend erinnert, als wir auf der Akademie waren, gab es dort ja Meisterklassen und man hat sich seine Professoren herausgesucht. Da wollte man doch schon so eine Leitfigur. Helmut Sturm aber wollte immer Student unter Studenten sein, auf keinen Fall eine Hierarchie. Und er hat auch erzählt von den ewig dauernden Klassenbesprechungen, die zur Erleichterung der Studenten immer erst dann aufhörten, wenn die Batterien vom Hörgerät von Helmut Sturm nachgelassen haben. Auf jeden Fall in diesen Klassenbesprechungen hat er unglaublich viel weitergegeben.
Helmut Sturm, da gibt es auch von Heimat Bremen eine lustige Geschichte, der konnte ja auch nicht aufhören und ist ihm sogar bis aufs Klo gefolgt in Venedig, um weiter über Kunst zu reden. Und so hat er eben auch seine Studenten und Studentinnen für Malerei begeistern können. Anfang bis Mitte der 90er Jahre, wir haben jetzt sehen das hier hinten auf der Wand, möglicherweise eben auch beeinflusst durch den Austausch mit den Studenten, befand sich Sturm wieder auf der Suche nach neuen Formen. Es kam sprichwörtlich Sand ins Getriebe. So experimentierte er jetzt mit dicken Malschichten und Farbflächen, zum Teil tatsächlich mit Sand versetzt, die er ganz grob gegeneinander setzte. Und damit stieß er auch den ein oder anderen Studenten vor den Kopf und zeigte gleichzeitig, dass man sich auch als Professor nicht in einer Periode, in der man es mit der Zeit zur Meisterschaft gebracht hatte, ausruhen darf. Ich zitiere jetzt nochmal Heribert Heindl, diesmal wieder aus dem Katalog, der wirklich viel hergibt und sehr zu empfehlen ist. Da schreibt nämlich Heribert Heindl zu dieser Phase: Was ist das denn? 1996, ich stehe in der Ausstellung von Helmut Sturm in den Räumen der Galerie van der Loo. Diese Bilder, eine farbige Implosion, nicht gerade gefällig im Kolorit, Schlieren, Batzen, Haufen, scheinbar planlos und haltlos zueinander gefügt. Mir fehlten Bildarchitektur, Haken und grafische Balken und Träger. Ich war überfordert. Die Bilder schienen mir zu eng, komprimiert, verschlossen. Ich kam nicht ran. In meiner verzweifelten Missinterpretation platzte glücklicherweise ein Kommentar von einem Kollegen von Sturm. Helmut ist halt der einzige Maler von diesem Format, der gerade nicht behauptet zu wissen, wie es geht. Und siehe da, die kompromisslose Unabhängigkeit und eigene Kraft, die in diesen Bildern steckt, wurde mir deutlich. Sturms damaliger Schüler Andy Hupperich, von dem ich hier rechts ein Beispiel habe, der war anscheinend weniger geschockt von diesen neuen Arbeiten, sondern hat die ziemlich eins zu eins übernommen, wobei eben seine spätere Entwicklung zeigt, dass auch er nicht ein kleiner Sturm wurde, sondern sich unabhängig entwickelt hat. 1998 endete Sturms Akademietätigkeit und Heindl glaubt, dass er sich vielleicht sogar auch mehr versprochen hat von dieser Zeit an der Akademie, dass er eigentlich dort das große freie Kunstkollektiv verwirklichen wollte, was es dann doch nicht wurde, weil das auch in der Akademie zu viele Strukturen und zu viel Reibung gab. Aber er hat wohl daran gearbeitet, denn die T-Shirts, die die aktuellen und ehemaligen Klassenmitglieder zum Abschiedsfest in der Akademie produziert haben, sprechen für sich. Wir sehen hier Helmut Sturm als Che Guevara in Rot auf schwarzem Grund. Als kleines Abschiedsgeschenk organisierte der Professor dann auch noch eine Ausstellung in der Galerie Lega unter dem schönen Titel Sturmflut, zu der er einige seiner am meisten geschätzten ehemaligen Studentinnen eingeladen hat. Und ich möchte jetzt einfach nur kurz ein paar Beispiele zeigen. Einmal links hier Irene Fastner, die bei ihm studiert hat, rechts Maja Ott mit einer Arbeit von 2011, links der oft schon zitierte Heribert Heindl jetzt mit der Arbeit Sonne von 2005 und rechts Valio Tschenkov mit einer ganz aktuellen Arbeit von 21, der im Grunde bis 98, also bis zur Emeritierung von Sturm, an der Akademie war. Mitte, Ende der 80er Jahre hatte Sturm möglicherweise auch mit diesem erstmals finanziellen Absicherung und Polster durch die Professur ein kleines Haus in der Toskana erworben, wohin er ab diesem Zeitpunkt ganz regelmäßig zum Malen hingefahren ist. Zur Zeit seines Abschieds aus der Akademie entstanden dort, wie das Foto zeigt, die sogenannten Fensterbilder. Also wir sehen hier in Tortigliano in der Toskana diese Werkgruppe auch, wo wir dann links ein Gemälde beispielhaft sehen. Im Grunde kombiniert Sturm darin die Erfahrungen mit den Farbflächen von Mitte der 90er Jahre, bindet diese aber durch rechteckige Formen, die meist diagonal im Bild stehen, ein. Darauf entsteht dann die letzte Werkgruppe, von der wir hier rechts auch Beispiele sehen, mit den sogenannten Landschaften, die sind aber bei Sturm meist ohne Titel.
Und diese beiden letzten Werkgruppen sind jetzt erstmal wirklich ohne Anbindung an Gruppen oder Schülerinnen entstanden. Und sie wirken für Sturms Verhältnisse innerhalb dieser Werkgruppen, wo wir jetzt nur Ausschnitte gesehen haben, erstaunlich homogen. Vielleicht ist es ein bisschen eine gewagte These, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Beruhigung in den letzten Jahren und dieser eher meditative Zugang, den man da auch spürt, und auch der Bezug zu dieser nahen Umgebung im Atelier und zur Landschaft, die ihn umgeben hat, und auch das tatsächlich sichtbare Durchdeklinieren von bestimmten Themen, was eigentlich nicht so Sturms Praktik war vorher, dass dies erst in der Abgeschiedenheit entstehen konnte. Und sowohl in Pullach in seinem Atelier als auch in besonderem Maße eben in Italien hat er eben das erste Mal in seinem Leben so einsam, was jetzt auch nicht nur negativ ist, und ohne Störungen von außen gearbeitet. Dass er jetzt hier mit dieser letzten von mir gezeigten Arbeit wieder an einen expressionistischen Gruppenkünstler anbindet, diesmal Heinrich Kirchner, den wir hier rechts sehen mit der Arbeit Berggipfel, das darf man nicht überbewerten, aber es ist jetzt so die Schleife sozusagen. Aber ein Fernziel gab es ja bei Sturm nicht, also im Grunde darf nur ich mir das erlauben. Und genau, ich bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit und ich freue mich eben, dass man hier in dieser wirklich tollen Ausstellung jetzt diese Phasen auch nochmal an den viel tolleren Originalen durchgehen kann und vielleicht dann jetzt auch mit so einer Gruppenbrille draufschauen kann.